Guten Morgen, ihr Lieben. Ich wünsche euch einen wunderschönen Mittwochmorgen. Ich hoffe, es geht euch gut. Ihr hattet einen schönen ersten Advent. Und bevor ich zum Thema des heutigen Videos, warum man nicht so viel mit seinem Hund babbeln sollte, komme, möchte ich mich erstmal bei all denen bedanken, die den Black Friday genutzt haben, um ihr HTS-Wissen zu erweitern, um die vielen Blickwinkel, die der Erziehung nach HTS, die der Shop eben darstellt, die das sich geholt haben und ja, das Ganze erweitern. Warum bin ich da so froh drüber? Weil, wenn diejenigen dann irgendwann auf ein Seminar kommen, dann müssen wir nicht mehr so vor Adam und Eva anfangen, weil man das ein oder andere tatsächlich einfach schon mal gehört hat und dann auf einem Seminar in der Praxis erleben kann. Also ganz herzlichen Dank dafür. Mein Gesprächspartner heute ist der Rudi, den habe ich mal auf den Stuhl gesetzt. Er liegt da so ein bisschen klein hier für mich. Aber ich hoffe, er hält das Gespräch durch. Also zum Thema von heute. Warum sollte man seinen Hund nicht zubabbeln? Das ist inspiriert von meinem Trainerlehrgang, den ich gehabt habe letzte Woche. 4 Tage lang mit meinem großartigen Team. Und wir haben zu dieser Veranstaltung eben auch Kunden eingeladen mit ihren Hunden, weil es für die Trainer nochmal was anderes ist, wenn sie live arbeiten, als wenn sie mit einem Teammitglied arbeiten. Und da ist es mir speziell bei dem Thema Welpen und Junghunde nochmal wie Schuppen von den Augen gefallen, wie viel eigentlich die Hunde zugetextet werden und wie wenig den Menschen bewusst ist, dass das ja nun überhaupt nicht ihre Sprache ist oder ihre Kommunikationsform. Hunde sind Meister der Körpersprache, des Gebabbel, was wir da so zulassen oder nicht zulassen, was wir so von uns lassen. Ja, im besten Fall ignorieren sie das gepflegt einfach weg. Wann babbeln Menschen? Menschen babbeln, um die Aufmerksamkeit ihres Hundes zu kriegen. Das heißt, der Hund ist irgendwie unaufmerksam. Sie glauben, wenn Sie ihm jetzt irgendeine Story erzählen, dann ist er aufmerksam. Und ich möchte, dass er einen elementaren Unterschied versteht. Das ist nämlich der, ob ich jetzt, ich rede auch mit meinem Hund, aber ich würde niemals mit meinem Hund reden, um seine Aufmerksamkeit zu bekommen. Versteht ihr diesen riesen Unterschied? Also ich würde ihm niemals zubabbeln, um seine Aufmerksamkeit zu bekommen. Ich rede mit ihm, wenn er zu mir kommt und Aufmerksamkeit haben möchte. Dann erzähle ich ihm irgendwas, dem kleinen Hasen. Wenn er zum Beispiel zu mir kommt, seit neuestem frisst er wahnsinnig gut, weil ich das Futter umgestellt habe, zu mir kommt, mich anschaut, um eine Uhrzeit, wo ich genau weiß, der hat Hunger, dann rede ich auch mit dem. Dann stehe ich auf und sage ihm, kleiner Hase, ich gehe jetzt dein Futter zubereiten. Und wenn ich ihm das Futter hinstelle, dann sage ich guten Appetit. Natürlich ist mir total klar, dass der Hund diese Worte nicht wirklich aufnehmen kann. Aber das befriedigt meine Lust, mit ihm zu sprechen, in Kombination mit, er schenkt mir Aufmerksamkeit. Und dann ist das total in Ordnung. Das ist aber ein Riesenunterschied zu, ich babbel den Hund voll, weil ich möchte, dass er aufmerksam wird. Oder das Beispiel Hörzeichen. Ja, auch mit Hörzeichen kann man seinen Hund zuschwallern. Gerade bei den Welpen, die mussten hier ein bisschen warten, das war für die natürlich anstrengend und so, habe ich immer wieder gesehen, dass der Hund mit dem Namen angesprochen wurde, mit dem Nein, also Nein, mit Lass das bleiben, mit was weiß ich, mit Sitz, mit allem Möglichen. Wie soll denn der Hund, speziell der Welpe, aus diesem Schwall an Worten die Worte rausfiltern, wo du tatsächlich etwas von ihm willst? Ja, und das auch noch ohne zu bedenken, ob der Hund das, was ich überhaupt von ihm haben will, in dieser Situation tatsächlich leisten kann. Beispiel wieder vom Rudi. Wenn ich aus jedem Winkel meines Gartens und meines Hauses zu ihm sage, Decke, dann geht er auf seine Decke und legt sich hin. Im Normalfall, wenn hier nicht die Hölle los ist, ja. Hier waren 25 Menschen und dazugehörige Hunde. Er war einfach nicht in der Lage, sich hinzulegen. Das heißt, er geht brav auf seine Decke, weil er das Kommando gut gelernt hat.
Aber, und wenn ich ihm jetzt auch Platz sagen würde, würde der das auch tun. Nur, er würde so bei der kleinsten Kleinigkeit sich wieder hinsetzen. Also bin ich doch nicht bescheuert. Ich schicke ihn einfach auf die Decke und sage, unter diesen Umständen, ich verstehe dich, das hältst du nicht aus im Leben, natürlich darfst du sitzen. Natürlich sage ich ihm das nicht in ganzen Sätzen. Oder auch sehr, sehr beliebt, den Hund irgendwelche Dinge zu sagen, wenn man von Punkt A zu Punkt B geht. Dass man zu dem Hund sowas sagt, so, auf geht's, jetzt gehen wir los. Ja, und das ist etwas, was ich, eine der ersten Dinge, die ich den Leuten sage, dass sie das bleiben lassen sollen, weil welchen Grund hat denn der Hund auf mich zu achten, wenn ich ihm immer Bescheid sage, was als nächstes kommt? Wenn ich, ohne darauf zu achten, was er gerade tut und ohne etwas zu sagen, losgehe, wird er die ersten 2, 3 Mal ganz überrascht sein vielleicht, weil er sagt, ich war gerade mit ganz anderen Dingen beschäftigt, aber er wird mitgehen und er wird lernen. Man muss sagen, eigentlich müssen Hunde das gar nicht lernen, aber vielleicht, wenn du viel mit ihm redest, muss er das wieder lernen, auf dich zu achten. Ja, also ganz allgemein, werdet und seid sparsam. Ihr habt manchmal überhaupt, eine Kundin hat mir ja, der habe ich gesagt, du schwallerst den Hund die ganze Zeit zu. Und dann hat er gesagt, nein, nein, ich spreche doch gar nicht mit dem. Ja, so sehr ist das im Unterbewusstsein schon verankert, dass einem das überhaupt nicht mehr bewusst ist, wie viel, an welchen Stellen man eigentlich mit dem Hund spricht, ja. Und deswegen empfehle ich euch, macht doch mal ein bewusstes Experiment. Einfach mal 7 Tage so wenig wie möglich mit dem Hund tatsächlich mit Worten oder Lauten oder Lockgeräuschen kommunizieren und gucken, was passiert. Ich wäre jedenfalls sehr gespannt auf das Ergebnis dieses Experiments. Also ihr Lieben, mal ganz tief in euch reinhorchen und mir in die Kommentare schreiben, wie viele von euch wissen, sie babbeln eigentlich viel zu viel mit dem Hund, tun es trotzdem, vielleicht, weil sie ihn mit Liebe überschütten wollen, vielleicht, weil sie es eigentlich gar nicht merken und jetzt erst durch das Experiment merken werden. Und wie viele von euch sind bereit, etwas zu ändern, um zu gucken, was dann in der Mensch-Hund-Beziehung passiert. Denn ich verspreche euch, wenn ihr euren Redeschwall um 50% reduziert, werdet ihr 50% mehr Aufmerksamkeit von eurem Hund geschenkt bekommen. Also haut in die Tasten, wer babbelt seinen Hund so, wer macht beim Experiment mit und dann gucken wir, was bei der ganzen Sache rauskommt. Von meiner Stelle hier und vom Rudi, gehabt euch wohl, ihr Lieben, bis nächste Woche.